Winter ist da. Oh, 12 Grad. Erstmal einen Kaffee machen. Beste Moment des Tages. Der erste Sip Kaffee. Die Welt und das Leben sind in den letzten paar Jahren noch um ein Vielfaches verrückter, noch komplexer geworden. Covid, die Maßnahmen, mit denen die Politik glaubte, Covid am besten einschränken zu können, der Überfall auf die Ukraine, Inflation, die Folgen sind Angst, Sorgen, Unsicherheit. Je mehr man sich mit diesen Sachen beschäftigt, umso weniger blickt man paradoxerweise durch. Ich habe mir in den letzten Monaten einen kleinen Einblick in globale Geopolitik verschafft und mich dadurch nur noch mehr verwirrt. Alles hängt mit allem zusammen und alles hat Auswirkungen auf alles. Das kann kein einzelner Mensch mehr überblicken. Oder gar mit hohen Wahrscheinlichkeiten gute Prognosen treffen. Dafür gibt es viel zu viele Wahrheiten. Jeder, der sich aufs Podium stellt und behauptet, eine einfache Lösung zu haben, ist ein Scharlatan. In all dem Irrsinn und Chaos muss man auch noch das eigene Leben irgendwie in den Griff bekommen. Etwas, das mir im Moment Schwierigkeiten bereitet. Ich stehe an einer Kreuzung und weiß nicht, welchen Weg ich nehmen soll. Covid oder vielmehr die Maßnahmen haben alles zerstört. Ich hatte ein gut eingestelltes, komfortables Leben mit gutem Einkommen und jeder Menge Wellfühlkornern. Von heute auf morgen war das alles futsch. Jetzt muss ich irgendwas ganz von vorne anfangen. Als professioneller Zerdenker und erfahrener Aufschieber von Entscheidungen trete ich so ziemlich auf der Stelle. Ja, deswegen gab es jetzt auch eine ganze Weile nichts zu hören vom Eisbeinfisch. Aber nicht nur deswegen, gibt noch andere Gründe. Aber gehen wir mal der Reihe nach. Erstmal, ich war ja 2 Wochen auf Samui, wo ich eigentlich mehrere Videos machen wollte. Und dann waren die Wetterbedingungen nicht so gut. Deswegen habe ich dann auch dieses Short gemacht. Und ja, habe mich dann aber auch irgendwann entschieden, keine Videos zu machen und einfach die Zeit mit meinem Freund zu genießen und mit den Leuten, die ich dort neu kennengelernt habe. Und habe mir gedacht, ich mache die Videos einfach später, das läuft ja nicht weg. Gut, dann habe ich letzte Woche das Video schon angefangen, komplett fertig gemacht, alles in die Kamera gesprochen und ja, ist irgendwas falsch gemacht beim Audio aufnehmen. Und ja, komplett nicht nutzbar. Also alles komplett im Eimer. Alle Mühen umsonst. Deswegen, ja, heute jetzt hoffentlich klappt alles und gibt eine neue Episode. Okay, wo fangen wir an? Ja, also ich gehe jetzt mit eher nur mit großen Schritten auf die 50 zu. Und jetzt haben wir die Covid-Jahre hinter uns und das Land
Also Thailand macht so langsam wieder auf und Touristen kommen ins Land. Es sind immer noch relativ wenig, die kommen. Das liegt sicherlich auch an der Weltlage. Ja, in China, die Leute haben noch nicht so die Reisefähigkeit wieder. Und dann ist natürlich der Ukraine-Krieg, der da auch die einen großen Teil der Russen nicht reisen lässt. Und die Russen, die kommen, das sind dann eher nicht Leute, die irgendwie im Tourismus Geld ausgeben, sondern halt überleben wollen. Ja, und ich weiß im Moment nicht so richtig, wohin mit mir, was mit meinem Leben anfangen. Ich könnte morgen anfangen zu arbeiten, ja, das wäre überhaupt kein Problem. Ich habe zwei konkrete Angebote als Tauchlehrer auf zwei verschiedenen Inseln. Ich habe sogar Angebote als Freitauchlehrer, obwohl ich noch nicht mal Freitauchlehrer bin, auch von zwei verschiedenen Firmen. Also es gibt durchaus Möglichkeiten, aber die Frage ist, was will ich und kann ich mir das vorstellen, die nächsten 5 bis 10 Jahre zu machen? Tauchen, Tauchlehrer, das war meine große Leidenschaft. Und was mir daran so besonders gut gefallen hat, war zum einen A, ich liebe Tauchen, B, ich habe es geliebt, anderen Leuten so diese faszinierende Welt zu zeigen und in diese faszinierende Welt einzuführen. Ist aber in den letzten Jahren immer mehr so geworden, dass Tauchen mehr und mehr Konsum wurde und vor allen Dingen Tauchkurse mehr und mehr Konsum für Leute wurde. Und wir haben zum Teil Leute motivieren müssen, die Kursbestandteile zu machen. Okay, aber ich will da gar nicht so tief einsteigen. Jedenfalls ist für mich die Frage, will ich wirklich wieder als Gerätetauchlehrer arbeiten? Und ja, dann ist da auch so die Sache mit denen, wie die Kurse abgehalten werden. Das ist ja alles meines Erachtens husch husch, schnell 1-2 Tage und dann schnell durch. Und ja, ich verstehe das Problem, das die Unternehmen haben, weil die Leute, die wollen das billig und schnell. Ja, und das spielt irgendwie so zusammen in das Ganze, was ich gerade eben schon angesprochen habe. Es ist mehr Konsum als wirklich Leidenschaft für die Leute. Es gibt natürlich immer noch hier und da den leidenschaftlichen Tauchschüler, aber irgendwie, vielleicht das verzerrte Wahrnehmung, keine Ahnung, aber irgendwie scheint mir das doch deutlich nachgelassen zu haben. Das heißt dann letzten Endes, dass man in sehr kurzer Zeit sehr viel reden muss, um denen alles zu erklären. Und das, glaubst du mir oder nicht, das ist ein Problem für mich. Ich rede nämlich nicht gern. Ja, hier im Dorf, ich rede manchmal eine Woche, außer mit meiner Frau, gar nicht. Ja, deswegen, wenn ich so ein Video nach langer Zeit aufnehme, ist meine Stimme auch so ein bisschen belegt, kratzig und es fühlt sich unangenehm an zu reden. Und ja, von daher irgendwie. Ich würde gern noch Kurse machen, aber so wie ich mir Kurse vorstelle, müssten die Kurse das Doppelte bis Dreifache kosten und damit ist das wieder nur was für wohlhabende Leute und irgendwie ist das auch unfair. Ja. Und ja, außerdem wird sich da keine Tauchschule finden, die da mitgeht und das auch entsprechend dann bezahlt. Das heißt, ich müsste mich selbstständig machen, eine kleine Tauchschule aufmachen und dann rein Privatkurse anbieten. Und ja, ich bin kein Unternehmertyp und das Risiko ist mir zu hoch, das viele Geld zu investieren. Und ich kann einfach auch nicht einschätzen, ob das ein Markt ist, der gangbar wäre. Ja, das Freitauchen ist natürlich nochmal eine andere Geschichte. Was mich beruflich am Freitauchen so interessiert, dass tendenziell da schon eher noch Leute hinkommen, die das aus Interesse, aus Leidenschaft machen, die das lernen wollen, die das irgendwie faszinierend finden, mit einem Atemzug in die Tiefen abzutauchen. Und aber ja, der Weg dahin, der kostet rein die Kurse knapp 3.000 Euro.
Dazu müsste ich dann die Unterkunft und so weiter. Ja, also dann habe ich Investitionskosten für den Kurs wahrscheinlich irgendwo bei 4.000, 5.000 Euro. Machbar, denkbar, kann ich es mir vorstellen, das die nächsten 10 Jahre zu machen? Schwierige Frage, sehr, sehr schwierige Frage. Dann der nächste Punkt. Wenn ich hauptberuflich in den Tourismusbereich zurückgehe, das heißt 6 bis 7 Tage die Woche arbeiten und damit ist YouTube gestorben. Also ich habe das gesehen, als ich auf Koh Phi Phi war, da ist einfach körperlich und geistig keine Kraft da, um dann Videos gedanklich zu skripten und sich dann hinzusetzen und das einzusprechen und das dann zu editieren und dann und so weiter. Ja, also schwierig, sehr schwierig. Ja, das kann man sich natürlich auch hinstellen und sagen, ey, du arroganter Fatzke, das Leben ist kein Wunschkonzert, hör auf zu jammern und geh arbeiten, wir müssen alle arbeiten gehen. Und ja, da habt ihr natürlich vollkommen recht und das ist mir auch vollkommen bewusst. Und es ist auch keine Faulheit. Ja, ganz im Gegenteil. Also wenn ich was habe, wo ich wirklich, dem ich mich voll und ganz verschrieben habe, dann ist Arbeit überhaupt kein Thema. Ja, also wie ich nach Thailand kam, in der Tauchschule angefangen habe, also ich habe da weder ans Geld noch an Arbeitszeit gedacht und da habe ich gelebt, um zu arbeiten. Ja, das war keine Arbeit für mich und insofern ich möchte eigentlich nicht da irgendwo, wie sagt man das in Deutsch, don't want to settle with something less. Ich möchte mich nicht mit weniger zufrieden geben. Ja. Wenn man einmal Blut geleckt hat und weiß, wie das ist, dann schwierig. Wenn nicht anders möglich, ganz klar. Also zur Not putze ich Toiletten. Also damit hätte ich auch kein Problem. Ja, wenn es ums Überleben geht, dann macht man alles. Ja, kein Thema. Im Moment geht's noch. Also ihr werdet lachen, ich habe noch immer Geld von meiner Zeit aus Koh Phi Phi. Und das ist halt der Vorteil hier auf dem Land. Man kann in dem Dorf sehr, sehr günstig leben. Wir müssen ja keine Miete bezahlen. Aber ja, auf Dauer ist das unbefriedigend, nichts zu machen. Und auf Dauer, ja, irgendwann muss man auch mal wieder Geld verdienen. Ja. Ach, ja. Im Moment, ich habe wirklich, ich weiß es nicht. Da muss ich es auch erstmal bei belassen. Ich weiß es nicht. Ja, kommen wir zum nächsten Thema. YouTube. Der nächste Grund, warum es lange kein Video gab. Und zwar hatte ich mir ursprünglich gedacht, ich mache Videos
in Form eines Lexikons. Ja, ich wollte tief in die thailändische Kultur eintauchen und wollte zu jedem Buchstaben so mindestens 4 Videos machen. Ja, ich hatte ja mit Aberglaube angefangen, dann sollte es mit Amulette, Alkohol und so weiter weitermachen, Beerdigung, Brautgeld etc. Ja, das hätte mir auf lange, lange Zeit genügend Stoff gegeben, um da Videos zu machen. Ja, wie ich dann so in Bangkok war und so durch die Straßen gelaufen bin und gefilmt habe, mit verschiedenen Projekten so im Kopf und in der Khao San Road war, die der eine oder andere von euch sicherlich kennt. So eine Touristenstraße, die früher mal von den Backpackern so geprägt wurde. Und da gibt es heute so ziemlich an jeder Ecke dieses Kraut zu kaufen, das so ein bisschen wie Oregano aussieht und das manche Leute rauchen. Ja. Und da ist unglaublich viel Polizeipräsenz. So, ich filme das so und wie ich das so filme, kommt da so ein Gedanke auf, so ein Gefühl, das ich eigentlich schon länger so habe, so ein vager Hauch des Gefühls als Gedankens so am Horizont des Bewusstseins, also der inneren Wahrnehmung. Und das kam da beim Film sehr deutlich hoch und wie ich so die ganze Polizisten da gesehen habe. Und ganz speziell hat sich das dann in eine gewisse Angst dann umgedreht, als ich an einem Etablissement war, das so ein Gas angeboten hat, das Leute zum Lachen bringen soll. So, dazu muss man sagen, dass vor einigen Wochen oder mittlerweile 2-3 Monate oder so ein Club zugemacht wurde, weil die eben dieses Gas angeboten haben. Und Leute wurden da verhaftet und so weiter. So, wie ich sagte, dort sind einige Gesetzeshüter unterwegs und das ist alles komplett kein Problem. In Thailand ist alles kein Problem, bis es eins ist. Und wenn es eins ist, dann kann das ein ernsthaftes Problem sein. Und Leute, die hier leben oder die Nachrichten verfolgen, denen wird das Phänomen bekannt sein. Und zwar, wenn man sich hier in die Öffentlichkeit begibt, ja, vor allen Dingen online, dann unterwirft man sich mehr oder weniger so einem gewissen ungeschriebenen Gesetz, das untersagt, dass man irgendwas macht, was auch nur irgendwie annähernd den Ruf des Landes schädigen könnte. Ja, und es gibt einige Beispiele und in den letzten Wochen sind das mehr Beispiele geworden, wo Leute meines Erachtens völlig unwissend aus Versehen in eine Straftat hineingestolpert sind. Ja, ein Beispiel, da ein Kanadier, der auf Rollerblades durch die Straßen von Bangkok gefahren ist, ohne Helm. So, das hat einer gefilmt, hat das online gestellt und dann haben sich so besorgte Wutbürger, ja, davon gibt es ja auch jede Menge, haben sich dann echauffiert. Jetzt weiß ich nicht, ob denn jemand angezeigt hat oder ob die Polizei gesagt hat, ups, da schädigt jemand das Gesicht von Thailand, da müssen wir was machen. Jedenfalls haben die den jungen Mann ausfindig gemacht, haben den aufs Revier geholt. Der ist glimpflich davongekommen mit 1000 Baht Strafe und musste sich öffentlich mit einem Weih entschuldigen. Aber es gibt andere Beispiele, wo dann Leute ja deutlich härtere Strafen bekommen. Ja. Und wenn man irgendwas finden will, dann findet man was. Und da war mal einer, der hat, ich glaube vor Kopangan, hat der ein paar Seegurken geschubst, hat das gefilmt, online gestellt und dann ja, ging auch so ein Aufschrei durchs Internet. So besorgte Wutbürger haben dann gesagt, Sauerei.
Und bei dem war irgendwas nicht ganz in Ordnung mit seinem Papierkram. Und dann ja, ist er direkt des Landes verwiesen worden. So. Jetzt kann man noch so versuchen, positiv zu berichten und respektvoll zu bleiben. Aber man muss da nur einen Fehler machen. Ja, du kannst da 1000 Videos machen, die sind alle respektvoll, alle prima, und dann ist da aber eins dabei und die stehen hier für immer im Netz. Und dann ist das irgendwas, was du vor 4-5 Jahren vielleicht mal gepostet hast. Und jetzt kommt das irgendwie hoch, weil irgend so ein besorgter Wutbürger sagt, das finde ich ist eine Sauerei, und dann wird das hochgespült und ja. Jetzt bin ich jemand, ich bin sehr harmoniebedürftig, und selbst wenn das glimpflich vorbeigeht und wieder eine Strafe oder irgendwas nach sich zieht, für mich der Gedanke, dass da die Polinalkrimizei plötzlich vor der Tür steht und klopft und sagt, kommen Sie mal mit, wir müssen da was klären, ist für mich Stress. Ja, als ehemaliger DDR-Bürger habe ich eh so ein problematisches Verhältnis zu Behörden. Jetzt nicht in Deutschland, aber so in anderen Ländern, um es ganz vorsichtig zu sagen. Und selbst der Antrag für mein neues Visum jedes Jahr ist für mich emotional purer Stress. Auch wenn die hier super nett sind, super hilfsbereit sind, es noch nie Probleme gab, und im Gegenteil, wenn irgendwas nicht ganz stimmt, dann kommen die und beraten und helfen. Also da gibt es nichts zu sagen. Und dennoch ist es für mich hochgradig emotionaler Stress, so ein Visum zu beantragen. Insofern, lange Rede, kurzer Sinn, habe ich mich entschieden, um diese Wahrscheinlichkeit einfach zu vermeiden, diesem Risiko komplett aus dem Weg zu gehen. Auch wenn es sehr, sehr unwahrscheinlich ist, dass da irgendeiner über ein deutschsprachiges Video stolpert. Man kann so dumm nicht denken, wie es kommen kann. Und insofern mache ich keinen thailändischen Content mehr, keine rein thailändischen Videos. Ich werde also nicht diesen Tieftauchgang in die thailändische Kultur wagen. Denn ich will auch nicht immer alles nur durch die rosarote Brille hier erzählen. Ja, ich meine, es gibt genügend Sachen, die kritisierbar sind, und die muss man dann weglassen. Ja, insofern, in meinem Gedankenkosmos, da gibt es genügend Ideen, in die wir da eintauchen können. Es gibt eine tiefe See in meiner Seele, wo hunderte von Ideen sind, über die wir reden können. Und ich spiele auch mit den Gedanken, der Sache so eine komplett neue Bildsprache zu geben. Dazu muss ich aber noch einiges lernen. Ich versuche so ein paar Sachen jetzt bei dem Video schon. Und ja, den Rest wird dann die Zukunft zeigen. So, meine Stimme ist jetzt rau. Oh mein Gott, lange nicht mehr so viel gesprochen. Ich wünsche euch allen eine schöne vorweihnachtliche Zeit. Wahrscheinlich werden wir uns vorher nicht mehr hören. Dann wünsche ich euch auch ein schönes, ein frohes Fest und eventuell auch schon einen guten Rutsch. Bleibt gesund, und für diejenigen, die es nicht sind, denen wünsche ich gute Besserung. Bis gleich im nächsten Video. Macht's gut.